Der leere Thron von Pangea und das leere Grab von Königin Lily. Heute gehen wir jetzt mal in die Theorie rein, dass Imu-sama, zumindest der, den wir die ganze Zeit sehen, als Silhouette Lily ist. Es wird sehr, sehr spannend. Wir reden hier über God Valley. Wir reden hier über Vivi. Wir reden über Trafalgar die Waterlore. Es wird auf jeden Fall spannend, deshalb unbedingt dem Video einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren, um weiterhin nichts rund um One Piece zu verpassen. Der echte Imu-sama ist schon längst tot. Die Person, die wir gerade in Marijoa sehen, ist nur jemand, der den Platz von Imu-sama eingenommen hat und versucht, seine Herrschaft beizubehalten, damit sein Wille nicht erlischt. Die Person, die wir aktuell als Imu-sama sehen, ist in Wahrheit Königin Lily. Sie hat sich damals dagegen entschieden, ein Tenryobito zu werden, weil sie gemeinsam mit ihrem Mann Imu die Welt beherrschen wollte. Es gab natürlich auch noch Joy Boy. Diesen haben Lily und Imu gemeinsam hintergangen. Sie haben das Herz von Joy Boy gestohlen, in der Form, dass halt Joy Boy sich in Lily verliebt hatte und dadurch konnte Imu dafür sorgen, dass Joy Boy und sein Königreich untergeht, aufgrund der Liebe, die er gegenüber von Lily verspürte. Wir haben in One Piece erfahren, dass Liebe krank machen kann und sogar zum Tod führen kann. Dies haben wir erfahren in Amazon Lily und ja, Freunde, Amazon Lily, der Name alleine hat schon eine Verbindung zu Lily und vielleicht wäre das hier auch noch eine kleine Referenz dafür, dass halt irgendeine Person in der Vergangenheit aufgrund von Liebe gestorben ist und diese Person könnte womöglich Joy Boy gewesen sein, welcher durch die Liebe erst hintergangen werden konnte, weil er sonst viel zu mächtig war und wir wissen, Joy Boy war übertrieben mächtig, weil mit der Nika-Frucht, die er höchstwahrscheinlich hatte, kann man ihn fast gar nicht bezwingen. Seither herrschen Lily und Imu über die Welt, bis vor circa 38 Jahren. Während des God Valley Vorfalls passierte etwas Unglaubliches. Eine Organisation, die sich Rocks nannte, die aus Piraten wie Sebek, Shiki, Whitebeard, Big Mom, Kaido bestand, entschloss sich, die Tenryubito anzugreifen. Das Ziel von Roxy Sebek ist bis heute nicht bekannt. Warum reiste er nach God Valley, dem Tal der Götter? Wen wollte er erledigen? Er wollte in Wahrheit Imu erledigen und somit zum Herrscher der Welt werden. Der God Valley Vorfall ist uns allen ein Begriff und während dieses Vorfalls waren nicht nur Roger und Garp dort, sondern auch Leute der Weltregierung und haben sich dann der Rocks Piratenbande gestellt. Rocks D. Sebek scheint wohl ein extrem starker Charakter gewesen zu sein, da er unter sich so starke Piraten versammeln konnte. Sein Haki war unglaublich stark und wir wissen nicht, ob Roger rechtzeitig in God Valley war, als dann dieser Kampf gegen die Weltregierung gestartet hat. Es kann auch sein, dass Rocks vorher schon auf God Valley war und dort sein Ziel erreicht hatte. Denn ohne sein Ziel zu erreichen, zu sterben, würde zu so einem Charakter nicht passen. Denn wir haben Leute wie Oden, Roger, Whitebeard, alle haben epische Tode, die auch irgendwo ein Ziel dahinter verstecken. Zum Beispiel haben wir Oden, der seine Gefolgsleute befreien konnte, die neun roten Schwertscheiden. Wir haben zum Beispiel Whitebeard, der sagt, dass One Piece existiert und damit natürlich neue Hoffnung schöpft und somit der Weltregierung auch Probleme macht. Wir haben Roger, der überhaupt erst das große Piratenzeitalter eröffnet. Was hat aber Sebek getan? Sebek hat den echten Imu-sama ermordet, um seinen Platz einzunehmen. Dies wurde aber verhindert von Roger, Garp und anderen Leuten, die sich an diesem Kampf beteiligt haben, wodurch dann Sebek höchstwahrscheinlich auch starb. Lily war somit alleine und hatte keinen Mann mehr. Der vorherige Nutzer der OP-OP-Nomie war der echte Imu-sama, der von Sebek getötet wurde. Lily konnte dadurch ihren Körper immer wieder wechseln mit der neuen Königin von Alabaster und somit ewig jung bleiben. Seit dem Tod von ihrem Mann ist sie aber gealtert. Deshalb wird sie langsam ungeduldig und bevorzugt aggressives Vorgehen, welches wir aktuell im Manga zu sehen bekommen. Wir haben gesehen, dass Lily das Bild von Vivi in der Hand hatte und rauf auf den leeren Thron gegangen ist. Jetzt haben wir hier schon mal wieder einen Grund, warum sie das Bild von Vivi in der Hand hatte. Sie will jetzt Vivis Körper haben, aber
ihr Mann ist ja nicht da. Deshalb braucht sie Trafalgar the Waterlord, der jetzt gerade der Nutzer der OP-Opinomie ist, damit Trafalgar the Waterlord ihr den Körper von Vivi gibt, mit Hilfe von Shambles. Wir haben gesehen, dass Lily im Garten die Steckbriefe von Ruffy und Blackbeard zerschnitten hat. Das Ganze erinnert sie höchstwahrscheinlich an Joyboy und Sabek und oder an ihren Mann Imusama. Also der echte, der von Sabek getötet wurde. Blackbeard ist ein sehr kontroverser Charakter. Er sagt von sich selbst, dass er die Klinge von Sabek ist. So nennt er sogar sein Schiff, dass er, so wie Sabek, die Weltherrschaft an sich reißen will. Imusama hatte die Weltherrschaft und in gewisser Weise ist das Ziel von Imusama auch, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Also wissen wir bei Blackbeard jetzt nicht, ist er beeinflusst worden von Sabek? Ist er vielleicht der, der den Willen von Sabek in sich trägt? Oder trägt er den Willen von Imusama in sich? Das kann beides wirklich der Fall sein. Das Ding ist, bei Sabek, viele vermuten, dass er böse ist, aber im Endeffekt kommt es immer darauf an, was für einen böse ist. Vielleicht ist Sabek nicht dieser Bösewicht, wie wir ihn uns vorstellen, sondern im Kern kein so schlechter Mensch. Blackbeard hingegen ist schon jemand, der als schlechter Mensch betitelt werden kann. Er hat seine Crew verraten, er hat ein Crewmitglied von sich umgebracht und seinen Freund, quasi der Weltregierung, ausgehändigt, damit dieser hingerichtet wird. Er ist sehr schlecht. Er passt so in das Bild Imusama rein. Vielleicht ist er, Blackbeard, die Reinkarnation von Imusama, dem Echten. Seit Imusamas Tod versuchte Lily verzweifelt, das Gleichgewicht in der Welt zu halten, damit ihre Weltherrschaft nicht aufhört. Dabei ist sie natürlich einsam, wozu auch der leere Thron symbolisch sehr gut passt. Die Rolle von Shanks in dieser ganzen Thematik könnte sein, dass er wirklich der Sohn von Lily ist, aber dazu haben wir bisher keine richtigen Hinweise und es könnte auch einfach nur sein, dass Shanks quasi einer der God Knights ist, Holy Knights, wie man es auch nennen will, oder der Sohn von einem Holy Knight. Die fünf Weisen waren treue Untergebene von Imusama, dem Echten, der ja auf God Valley gestorben ist und sind deshalb immer noch treu gegenüber seiner Frau Lily und versuchen sie zu unterstützen bei all den Dingen, die sie vorhat, wenn es darum geht, dass halt die Welt immer noch im Gleichgewicht ist und dass die Herrschaft von Imu niemals endet. Das versuchen die Gorosei halt auch und helfen dafür Lily, wo es nur geht. Die Gorosei könnten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den 20 Gründern der Weltregierung gehören. Sie sind vielleicht die 5 wichtigsten Gründer oder aber auch sind die Gorosei Leute, die Joyboy verraten haben für Imusama und damals im antiken Königreich einige Länder anführten. Wie zum Beispiel der Gorosei mit der Glatze könnte der Anführer von Wano Kuni gewesen sein und die anderen würden dann auch Länder angeführt haben in Vergangenheit. Ziehen wir mal ein kleines Fazit von diesem Video. Ihr habt jetzt erfahren, der echte Imusama könnte womöglich in God Valley gestorben sein wegen Sabek. Ihr habt erfahren, dass Lily die Frau von Imusama war und versucht seine Weltherrschaft fortzusetzen, damit sein Wille nicht erlischt. Zudem habt ihr erfahren, dass höchstwahrscheinlich der echte Imusama die OP-Opinomie hatte und damit immer wieder Lilys Körper getauscht hat mit der neuesten Prinzessin von Alabaster oder der Königin von Alabaster und deshalb Lily immer jung blieb. Jetzt hat Lily nicht mehr die Möglichkeit, ihren Körper zu tauschen, weil Trafalgar Law die OP-Opinomie hat. Deshalb könnte es sein, dass Lily in Zukunft will, dass Law ihren Körper mit Vivis Körper tauscht, damit sie wieder jünger wird. Das sind so die wichtigsten Sachen, die ihr euch im Kopf behalten solltet. Ihr könnt jetzt gerne in die Kommentare Fragen stellen rund um die Thematik Lily, Imusama, Gorosei und noch mehr. Lasst auf jeden Fall eurer Fantasie freien Lauf. Es wird ein Q&A erscheinen dazu, weil das Thema ist einfach viel zu spannend. Und natürlich gibt es auch die Tage nochmal ein interessantes Video, das wohl nochmal das hier deutlich übertreffen wird, weil eine alte Theorie ist jetzt wieder realistisch. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.